So, folgendes. Und zwar war ich gestern beim Kumpel und der hat seine Wohnung sehr, 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 beziehungsweise sein WG-Zimmer sehr, sehr nice eingerichtet für die Raumgröße, die er hat. Und ich war ja die ganze Zeit so ein bisschen unzufrieden mit meiner Raumaufteilung hier. Ich hoffe, ich habe irgendwelche Videos, die ich hier dazwischenschneiden kann, dass man ungefähr sieht, wie das dann aussah, wie das hier alles stand. Und das passte mir irgendwie bis heute nicht richtig. Und jetzt habe ich gerade so aufgestanden und direkt so einen richtigen Kick bekommen, dass ich das jetzt einfach ändern will und so ähnlich machen will. Und ich habe es natürlich direkt vergessen, prompt zu filmen, weil ich sofort angefangen habe. Aber so als kleine Übersicht, hier steht jetzt der ganze Scheiß von mir. So. Da steht jetzt noch hier quasi die vorherige Chill-Ecke. So, hier stand jetzt halt Pflanze und so. Der kommt da jetzt weg. Und hier wird halt das Bett hinkommen. Gucken, ich werde das auf jeden Fall festhalten. So, also ist hier alles ein bisschen verteilt. Bett ist jetzt moved. Jetzt ist die einzige Frage, ich habe da zwei Steckdosen. Da, nicht die Finger, da, Knilch, so. Und ich überlege jetzt, ob ich hier den Strom auf der Seite haben will oder ob das hier reicht. Das muss ich jetzt noch ergründen, weil ich glaube, ich werde dann von da nach da verlegen und von da nach da. Dann habe ich nämlich eigentlich im Viereck alles offen. Da brauche ich mir noch ein paar, wie es bei IKEA so schön heißt, ein paar Kopplers holen. Ja, beknackter Name, aber ich weiß ein bisschen. Und dann passt das, denke ich mal, ganz gut. Genau. Folglich schauen, wie ich das jetzt alles verlege hier. Sollte auf jeden Fall hinhauen. Jetzt voll der Staub ein. Ja, let's see. Bett, Schrank, Pflanze, Schreibtisch, Fernseher, Sofa. So. Endlich alles aufgeräumt, endlich alles fertig. Also, noch nicht, das Sofa kommt. Das hole ich am Dienstag ab, hoffe ich mal, dass das alles hinhaut, aber ich gehe mal stark davon aus. Jetzt schaue ich einmal, ich schaue euch den Room. Jetzt zeige ich mal ganz kurz, wie das jetzt geworden ist. Ja, bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich mache die Videos, guckt ja keiner hier, aber ich mache die Videos, glaube ich, gerade noch für mich. Also, ich freue mich, das selber beim Schneiden anzuschauen. So. Kommst jetzt hier rein, hast jetzt hier das Bett. Das fliegt jetzt alles ins Auto. Weg damit. Dann haben wir jetzt hier das. Der kommt natürlich, wie gesagt, da an die Wand. Da kommt das Sofa hin. Dann kommt da irgendein anderer Shit hin. Mal gucken. Hier kommen noch ein paar Bilder hin. Da auch. Das ist jetzt gerade so eine geile Pflanze. Gefällt mir tatsächlich gerade viel zu gut. Muss ich mal schauen, wie ich das noch mache. Ob man das noch irgendwie verschippen kann, je nachdem, wo das Sofa dann steht. Und ja, hier kommen auch noch Pflanzen hin. Bilder hin. Und was mir sonst noch alles einfällt. Und hier. Mal vielleicht noch ein Regal oder so, muss ich mal noch schauen, wie ich das hier so irgendwie ein bisschen ansehnlicher mache. Hier PC, da kann das Mikrofon hin. Ist, glaube ich, ganz gut alles in allem. Ja, gleich nochmal durchsaugen und dann ist das Ding, glaube ich, auch ganz schön geworden. Bin ich mal gespannt.